So, hallo und willkommen bei Goat LP und zum zweiten Teil des Krieg der Dornen heißt das ja, glaube ich. Krieg der Dornen Prä-Event. Wow, das ist die falsche Karte, genau. Ja, jetzt bin ich natürlich noch etwas weiter weggeflogen, weil ich hier noch ein paar World Quests gemacht habe. Übrigens für die Leute, die noch ein bisschen 200, über 200er Gear brauchen, so wie mein neuer Schurkenschar. Also wie ihr seht, ne, wir zocken natürlich Horde und mein Schurke ist endlich 110. Der letzte Mal angekündigt, dass ich zwei Schurken spielen werde und ja, da man dann direkt mit dem zweiten Char den ersten Teil des Pre-Events überspringen kann, dass man den dann nicht nochmal machen muss, ja, kann ich den jetzt auch direkt heute mal spielen, ne? Raider.io benutzt Daten, die 6 Tage alt sind. Bitte update das. Ja, ich würde sehr gerne updaten, wenn man es updaten könnte. Kann man aber nicht. Aktuelleres Mystic Plus Wertung. Ach, der Scheiß ist das. Okay, den brauche ich ja momentan so oder so nicht. So, mal gucken, was uns diesmal erwartet. Ich habe schon... Also ich habe mich nicht gespoilert, aber ich habe diverse Sachen so gesehen von irgendwie 40 Manngruppen, die da irgendwas töten wollen. Und dann haben die irgendwas davon gelabert, dass da in 13 Minuten noch was kommen wird und sowas. So ganz verstehe ich das nicht. Was so. Braucht ihr von mir? Unser Weg war gefährlich, aber wir haben unser Ziel nie aus den Augen verloren. Nehmt 8 Einwohner von Lordaeneye gefangen. Ein ehrenhafter Tod auf dem Schlachtfeld. Okay. Tötet 15 Verteidiger von Lordaeneye. Und tötet Karen, keine Ahnung, Dornbogen und Ariel Hirsch. Hast du nicht gesehen. Strategie genauso entscheidend. Alles klar. Das hier wird ein Wächter sein, gehe ich mal von aus. Dann werden wir die mal umboxen. Wow. Also trotzdem ein bisschen was an Life, ne? So. Aber ich glaube, die hier reichen auch. Oh ne, die müssen wir gefangen nehmen. Haben wir irgendwelche Items? Getötet, Zivilisten umgebracht. Ich muss lernen. Okay, laufen ja... Ah, die müssen wir wohl gefangen nehmen, die normalen Bewohner, alles klar. Ja, ich würde gerne mit dir sprechen. Nicht, dass es schon wieder... Es gab jetzt die letzten Tage echt extreme Probleme mit der Latenz und... Das hatte scheinbar nicht nur ich. Da bin ich auf jeden Fall beruhigt, dass es nicht an meiner Leitung liegt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von Erfahrungen damit gemacht habt. Doch, bin gerade etwas... nervös, weil ich hier zwischen Tür und Angel aufnehme. So, ich glaube, den Elite-Typen hätten wir echt nicht umklackseln brauchen. Aber egal. Bam. Weil ja, die zählen nämlich auch. Also die Großen müssen wir nicht umhauen. Aber das ist ja nicht so schlimm, ne? Und ja, ich habe mit dem auch die versteckte Artefaktwaffe jetzt freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, hatte ich... Ich glaube, in der letzten Folge hatte ich die noch gar nicht mit meinem Allianzler freigeschaltet. Auf jeden Fall sehen jetzt beide komplett gleich aus, haben beide mein Lieblingsset an. Also mein Lieblings-von mir gebasteltes Set. Mit den Flügeln finde ich halt sehr, sehr geil. Ja, okay, sieht man jetzt gerade sehr, sehr schlecht, weil wir ja mitten in den Fight sind. Und ich habe immer noch nicht den Typen gefunden, wo man den War-Mode anschalten kann. Da muss ich mich das nächste Mal drum kümmern, damit wir hier auch zwischendurch ein paar Leute umklappen können. Ich meine, jetzt gerade laufen hier nur Hordler rum. Warte, wo müssen wir denn? Wo ist denn der Typ? Ach, der ist da vorne. Ist das der Flugmeister, den wir da umlegen müssen, oder was? Ich glaube, es leckt wirklich noch ein bisschen. Ah ne, wir haben einfach nur den scheiß Baum angeklickt, okay. Jo. Also der Typ, der hier mit mir da war, der hat auf jeden Fall ordentlichen Damage verursacht. So. Mal gucken, ich bin mal gespannt, wie lange der zweite Teil hiervon dauert. Der erste Teil, der war ja relativ fix zu Ende. Ich glaube, halbe Stunde haben wir gebraucht im Schnitt. 35 Horde, 26 auf der Ali-Seite. Bin mal gespannt, ob ich heute beide schaffe. Wenn ich nur Horde schaffe, wird aber Horde auf jeden Fall schon hochgeladen. Dann müsst ihr auf Ali ein bisschen länger warten. Die haben ja immer schon verschiedene Aspekte. Ich meine, die einen greifen an, die anderen verteidigen. Finde ich schon cool, dass das dadurch zwei verschiedene Pre-Events sind.
Also grundverschiedene, sag ich mal. Nur derselbe Schauplatz. Ja, ist der Flugmeister. Ist ja auch logisch, dass wir den Flugmeister unboxen, damit hier keiner mehr abhauen und keiner mehr dazukommen kann, ne? Ist ja gar nicht mal so dumm. Ah, komm, stören. So. Haben wir den umgenutzt? Dann kümmern wir uns jetzt erstmal noch um die Typen hier. Ah, oh, haben wir nicht. Ah, ja. Wenigstens diesmal nicht nur eine Tötung und Sammelquest, sondern noch dazu eine genehme Gefangenquest. Ja. Momentan sieht das noch nicht sehr abwechslungsreich aus. Ich hoffe, es wird noch etwas krasser von den Quests her, dass sie sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben haben, weil hierfür musstest du ja quasi gar nichts schreiben. Du musstest hier nur, ich meine, optisch klar, geil, ne? Greifst hier eine Allianzlerstadt an, finde ich schon Hammer. Dass die das so gemacht haben. So, 14, 15 haben wir auch. Müssen wir nur noch da vorne Karen hast du nicht gesehen, unboxen. Weiß aber auch gar nicht, was das jetzt für eine ist. Ach, das ist einfach nur ein Droide der Klaue. Mehrere Droiden der Klaue. So. Aber wo ist die Karen? Wachsamer Beschützer. Das hier ist die Karen. Ne, ist auch Droide der Klaue. Ich brauche ein Ziel. Irgendwo hier muss sie ja spawnen, ne? Ist das die Karen? Ne, Mystikerin. Ich gehe mal davon aus, dass die hier wohl gleich spawnen wird. Da Bogenschütze. Donnerbogen. Scheint also eine Fernkämpferin zu sein, aber die liegt hier auch nirgends. Das irritiert mich etwas. Oh, da ist sie. Werden wir die mal schnell niedermetzeln, wa? So. Noch ein klein wenig. So. Haben sie umgedachselt. Ah, ich mag dieses Mount. Oh, was hat mich das für Stunden in ITC gekostet, wenn das das gerade ist. Ich weiß nicht, ob das das 25er oder das 10er ist. 10er fand ich, weiß ich gerade, doch fand ich deutlich leichter, weil in dem 25er, wo wir drin waren, hat uns immer ein diverser Schurke die Tour vermasselt. Ja, du bist Sorfang. So, oh, was ist das denn? Kampfzerschlissene Zügel der Seuchenfledermaus. Was? Die bekommt man doch jetzt schon? Durchsucht den Wald der Dunkelküste, um den Kriegshäuptling hier zu finden. Sind die cool. Euch. Der Kriegshäuptling wartet. Dann bekomme ich ja jetzt doch schon das Mount. Das ist natürlich extrem nice. Ich dachte, man bekommt, weil, wie ihr ja wisst, fahr ich jetzt bald in Urlaub. Und dann dachte ich nämlich ernsthaft, ich könnte das nicht spielen. Der Kriegshäuptling stellt sich sturmgrimm allein. Ach, ich Scheiße. Muss. Wie geil. Fang. Sehr, sehr geil. Grundloser Schlag. Ich schäme mich. Grundlos. Das habt ihr gut gemacht. Ich hätte mich nicht einmischen dürfen. Mein Sieg stand nie in Frage. Er hätte nur meine Zeit verschwendet. Setzt dem ein Ende. Nehmt euch einen Moment. Oh, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Und dann schneidet ihm den Kopf ab. Trefft mich am Weltenbaum. Ihr habt die Horde im Dienste des Todes geführt. Diesen Tag bereut ihr noch. Malfurion! Nein! Ihr habt ihn nicht getötet, Ork. Warum? Mein Angriff war ehrlos. Sein Kopf stand mir nicht zu. Dieser ganze Krieg ist ehrlos. Wie könnt ihr es wagen, so viel unschuldiges Blut zu vergießen? Für nichts! Sorry, da musste ich einfach einen Screenshot machen. Nicht für nichts. Wir vergießen Blut, damit die Horde fortbesteht. Ihr habt Malfurion verschont. Also lasse ich euch die Wahl.
Ich nehme ihn mit. Versucht mich aufzuhalten und sterbt. Oder bleibt dort hocken im Dreck und lebt. Auch ihr habt die Wahl. Ihr bringt ihn nach Darmassus und sterbt beide, wenn wir es erobern. Oder flieht, soweit ihr nur könnt, und ihr beide überlebt. Warum gucken die beide mich an? Champion, wir folgen unserem Kriegshäuptling zum Sieg. Oh mein Gott, ey. Dann wollen wir mal, ne? Das war echt ein ziemlich ehrenloser. Ich meine, die hätte echt verloren, ey. Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? Schon tragisch, ne? Dass unser Kriegshäuptling mal eben gegen Malfurion verliert? Sichert den Strand. Bereit machen zur Invasion des Baums. Warum? Warum? Ihr habt doch schon gewonnen. Im Baum sind nur Unschuldige. Das ist Krieg. Nein. Das ist Hass. Zorn. Windläufer. Ihr wart eine Verteidigerin eures Volkes. Erinnert ihr euch nicht? Ich erinnere mich an eine Närrin. Nehmt sie! Lauft! Ich weine um euch. Ihr habt euch das Leben zum Feind gemacht. Und diesen Krieg gewinnt ihr nie. Ihr könnt uns töten, aber nicht die Hoffnung. Ach nein. Verbrennt ihn! Verbrennt ihn! Gänsehaut, sage ich dazu nur. Wow. Welches Glück soll dieser Fluch bringen? Als ich euch auf diese Mission geschickt habe, habe ich das nicht vorhergesehen.
Unser Angriff sollte den Krieg beenden, bevor er beginnt. Dem Feind mit einem Streich sein Zuhause und seine Anführer nehmen. Eine Wunde schlagen, an der die Allianz verblutet. Wir waren nur zum Teil erfolgreich. Die Allianz wird sich rächen. Sie werden uns jagen. Mich und euch. Aber sie bluten. Ihr Zorn wird sich als Schwäche erweisen im aufziehenden Krieg, nicht als Stärke. Ruht euch aus. Wappnet euch für die kommenden Schlachten. Ich brauche euch. Heilige Scheiße. Boah, aber mal ganz ehrlich, geil sieht das Ding aus. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Das war der zweite Teil des Krieg der Dornen. Pre-Event. Boah, Alter, das ist echt ein Zungenbrecher für mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise beim Allianz-Teil und auf dem Endscreen. Bis später. Hallo und willkommen auf dem Endscreen. Ja, jetzt ist schon der zweite Teil des Events vorbei. Mal gucken, wie die nächsten Teile noch werden, und zwar die Eroberung von Undercity aus der jeweiligen Sicht der Horde und Allianz. Das war auf jeden Fall Krieg der Dornen von der Hordenseite. Falls ihr den Krieg der Dornen Teil 2 von der Allianzseite sehen wollt, dann befindet sich das Video oben rechts. Unten rechts befindet sich das aktuellste Video von uns und unten in der Mitte, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, der Abo-Button zum Goti werden. Viel Spaß heute und bis zum nächsten Mal.